Niedorf steht für Tradition und vor allem für den Wandel in unserer Stadt. Idylle und Aufbruch, Altes bewahren und mit dem Neuen in Einklang bringen. Von Frohnau bis Wittenau, von Tegel bis Heiligensee, die Wahlberechtigten unter den fast 257.000 Einwohnern müssen sich am 18. September entscheiden. Einer, der zur Wahl steht, ist Frank Balzer, Bezirksbürgermeister von Reinickendorf, Kandidat der CDU. Wir begleiten den Bezirkspolitiker einen Tag lang unterwegs bei einigen seiner vielen Termine im Bezirk. Vororttermin in der Fußgängerzone in Tegel. Es ist noch früh am Morgen, Frank Balzer ganz nah dran an den Menschen. Hier kennt man ihn und er kennt die Sorgen seiner Reinickendorfer. Ja, und die wollen natürlich wissen, was wird, wann und wie. Herr Tegel ist unbestritten so das Zentrum, was das Einkaufen in Reinickendorf angeht. Das Tegel-Center an sich gepaart mit den Borsighallen und mit dem gesamten Bereich Alt-Tegel und der Berliner Straße. Und von daher sind wir sehr zufrieden und das hat viel Arbeit gekostet, dass ein neuer Investor da ist, der Eigentümer des Tegel-Centers ist, gleichzeitig auch das Karstadt-Haus und die Passage sein Eigentum nennen darf. Und dass hier über 200 Millionen in den nächsten 2 Jahren entwickelt werden und dieser Standort eine ganz erhebliche Aufwertung erfährt, ist für den Bezirk ein tolles Erlebnis. Kurz nachhaken beim Stichwort Aufwertung. Viele haben ja gesagt, Mensch, Herr Bürgermeister, Sie müssen da was tun. Es ist wichtig, dass dieser Standort hier erhalten wird, weil Kaufkraft geht hier verloren. Das muss am Leben erhalten werden. Wie wichtig oder wie sehr war es Ihnen eine Herzensangelegenheit, auch dafür zu kämpfen? Na, wir haben ja zum Beispiel mit dem Eigentümer des ehemaligen Karstadthauses viele Versuche unternommen, ins Gespräch zu kommen, zu fragen, was können wir tun als Bezirk durch Änderung von Bebauungsplänen, dass hier eine Weiterentwicklung möglich ist. Und das war aufgrund mangelnden Interesses des Eigentümers, des Alteigentümers, nicht möglich. Und wir sind sehr froh, dass es jetzt jemanden gibt, der sehr offen mit dem Bezirk diskutiert, was er sich hier vorstellt. Und wir auch unsere Vorstellungen äußern, was unsere Wünsche sind. Denn es gibt ja ein paar Sachen, die hier in Tegel, im Tegelzentrum da unbedingt erhalten bleiben sollen, zum Beispiel die Markthalle. Und da sind wir in sehr guten Gesprächen. Was sagen die Leute? Freuen die sich schon? Kennen die Pläne im Detail schon? Oder sagen sie, nö, da kommt noch einiges in den nächsten Monaten? Also die Ankündigung, dass 2018 Karstadt wieder in Tegel sein wird, hat für eine Riesenfreude gesorgt. Das ist ja nach 30 Jahren von Karstadt die erste Filiale, die neu eröffnet, nachdem es in den letzten Jahrzehnten immer nur Schließungen gegeben hat. Es gibt das eine oder andere an Ängsten, was passiert hier, wenn jemand so viel Geld investiert, werden dann die Mieten steigen und wie wird der Branchenmix sein? Aber ich habe den Eigentümer kennengelernt als jemand, der sehr genau weiß, was er machen muss, um die Menschen hier auch zu halten. Und wir sind hier nicht der Potsdamer Platz, von daher werden auch nicht Mieten wie in dem Bereich aufgerufen werden können. Und von daher glaube ich, dass das am Ende des Tages ein sehr guter Branchenmix sein wird. Es gibt noch keine Baugenehmigung. Der Bauantrag wird erst dann gestellt, wenn die sogenannten Ankermieter unterschrieben haben. Das soll aber in den nächsten Wochen soweit sein, sodass ich davon ausgehe, dass im September der Bauantrag gestellt wird. Und wir werden dann auch unseren Einfluss geltend machen mit dem Eigentümer das zu besprechen, was uns wichtig ist. Frank Balzer ist kein Mann, der lange drumherum redet. Das merkt man, wenn man sieht, wie er auf die Fragen der Reinickendorfer eingeht. Klar und direkt. Wie beispielsweise hier in der Markthalle in Tegel. Sinnbild für Altes und gleichzeitig für das, was im Kiez entstehen soll. Doch was fragen die Leute, die nicht lange brauchen, um auf ihn zuzugehen? Naja, das war unterschiedliche Themen, die angesprochen werden. Wie es in der City Forsch weitergeht, dass der Abriss jetzt endlich vonstatten geht, dass viel passiert, dass neuer Wohnungsbau entsteht, dass die Ruine wegkommt. Man fragt nach über die Zukunft der Markthalle, wo wir in Gesprächen mit dem Eigentümer sind, um durchzusetzen, dass die Markthalle in einer Form erhalten bleibt, die den Bedürfnissen der Menschen hier in Tegel und Reinickendorf auch entspricht. Es gibt Fragen über Sportangebote, es gibt Fragen über Sanierungsstände an Schulen. Also das ist die ganze Palette, die man im Bezirk zu bieten hat. Die Markthalle ist dann aber doch nochmal Thema und spätestens jetzt wird uns auch klar, ohne dieses Zentrum geht dem Ortskern von Tegel etwas verloren.
Das weiß auch der Bürgermeister. Ja, das Tegel Center hat ja durch den Weggang von Karstadt vor vielen Jahren durchaus schwierige Zeiten erlebt. Und die Markthalle ist immer ein Anker gewesen mit einem ganz festen und verbundenen Kundenstamm. Ich bin selber in Borsigwalde, Tegel, aufgewachsen. Ich kenne die Markthalle seit über 30 Jahren. Von daher habe ich selber ein hohes Interesse, dass sie erhalten bleibt. In der Tat, die Räumlichkeiten, in denen wir uns jetzt hier befinden, die sind in die Jahre gekommen, da muss viel passieren, da muss viel saniert werden. Wichtig ist, dass eine Markthalle, ob an diesem Standort oder verlagert, weiter bestehen bleibt. Das ist unser Anspruch und den wollen wir auch gegenüber dem Eigentümer deutlich machen. Da sind wir aber in sehr guten Gesprächen, weil der Eigentümer weiß, so eine Markthalle mit so einem Frischangebot ist ein Anker. Und den gilt es zu erhalten und nach Möglichkeit auch noch auszubauen. Das weiß der Eigentümer und wir versuchen das auch im Interesse der Menschen, die hier einkaufen und der Gewerbetreibenden umzusetzen. Fragen ja alle immer garantiert auch vor der Wahl, wie schnell geht das Ganze? Das heißt, gibt es da ein Zeitfenster? Welche Versprechungen können Sie vielleicht auch machen? Naja, wir sind ja nicht Herr des Verfahrens. Ein Eigentümer hat ja Vorstellungen, wann er mit Maßnahmen beginnen möchte. Das Parkhaus soll im Januar abgerissen werden. Und die Baugenehmigung muss ja vorher beantragt und genehmigt werden. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor, denn es ist ja ein Gesamtkomplex. Es ist ja nicht nur hier die Markthalle, es sind die Räumlichkeiten darüber, drei Stockwerke. Es ist die Passage, es ist das ehemalige Karstadthaus. Das ist ja ein Riesenareal mit später mal 50.000 Quadratmeter, jetzt im Augenblick 35.000 Quadratmeter. Das muss alles überplant werden und der Eigentümer muss sich die Zeit nehmen, um das seriös zu machen, dass die Baugenehmigung auch sehr schnell ausgesprochen werden kann. Auf jeden Fall waren die Vorgespräche, und das ist ja das Entscheidende, also gibt es gute Vorgespräche, seriös, fundiert, dann kann man auch schnell eine Baugenehmigung aussprechen. Und das ist geschehen, sodass wir davon ausgehen, dass wir im September den Bauantrag bekommen und dann schnellstmöglich auch die Baugenehmigung aussprechen. Natürlich auch in der Hoffnung, dass wir mit dem Eigentümer zum Thema Markthalle an einem Strang ziehen. Die CDU im Bezirk erreichte bei der letzten Abgeordnetenhauswahl übrigens fast die absolute Mehrheit. Der Ortsverein ist stark und weiß um seine Verantwortung. Das spiegelt sich auch in der Zusammenarbeit mit dem Bund wider. Denn Bundestagsabgeordnete wie Frank Steffel sind nicht nur Parteikollegen, sondern langjährige Unterstützer für den Bezirk. Ja, ich kenne Frank bald seit 30 Jahren und bin ihm natürlich auf der einen Seite freundschaftlich verbunden, weil es einfach ein zupackender und ganz ehrlicher, anständiger Mensch ist. Zum Zweiten bin ich sehr beeindruckt von seiner persönlichen Entwicklung. Er hat sich wirklich aus sehr bescheidenen Verhältnissen kommend ganz, ganz toll hochgearbeitet und hat die großen Schuhe, nachdem Marlies van Jura ja altersbedingt hier als Bezirksbürgermeisterin ausgeschieden ist, wirklich hervorragend ausgefüllt. Ich glaube, er ist heute ein akzeptierter Bürgermeister hier in Reinickendorf. Er arbeitet mit allen Parteien großartig zusammen. Was ihm auch besonders am Herzen liegt, dass er wirklich Politik für alle macht und nicht für einzelne kleine Gruppen in Reinickendorf. Und er hat es, glaube ich, auch verdient, dass die Menschen ihn wiederwählen. Insofern bin ich zuversichtlich, dass er ein gutes Wahlergebnis bekommt. Wollen wir nichts Falsches fragen, aber Frank Steffel vertritt ja die Reinickendorfer im Bundestag. Aber wie sehr oder wie oft ruft Frank Balzer Frank Steffel an und sagt, Mensch, du musst was tun für uns. Hier ist ein Problem, setz dich bitte ein. Naja, uns eint das Herz für den Sport und fürs Ehrenamt, wo er sich auch als Bezirksbürgermeister wahnsinnig engagiert. Übrigens auch zuständig ist ja als einziger in Berlin, als einziger Bezirksbürgermeister auch für Sport und Ehrenamt. Aber ehrlich gesagt, die Anrufe sind meistens andersrum, dass ich ihn anrufe und sage, Frank, hör mal, hier ist was in Reinickendorf, kannst du dich mal kümmern? Und dann kommt seine allergrößte Stärke zum Vorschein. Er ist wirklich jemand, der sich kümmert. Er ist dann jemand, wo man eine ganz klare Antwort kriegt, wo das schnell geht, der nicht bürokratisch sagt, ich muss mal prüfen oder die Verwaltung kriegt es nicht hin, sondern der einfach anpackt und die Problemchen, meistens sind es ja kleine Problemchen, löst und damit auch den Menschen das Gefühl gibt, Reinickendorf ist bei ihm in guten Händen. Ortswechsel, Residenzstraße. Die feiert dieser Tage ihr 140-Jähriges. Eine lange Tradition und auf dem Franz-Neumann-Platz wird gefeiert. Eine Torte gibt es zum Geburtstag und Frank Balzer gratuliert. Geladen sind Anwohner, Händler und Gewerbetreibende. Ich bin eingezogen damals 56, das ist ja nun schon ewig her. Da war hier mehr los. Es war irgendwie schöner. Hat sich gewandelt, ne? Früher waren hier tolle Geschäfte. Ich wohne 58 Jahre hier, ja. Aber ich sehe keine Probleme.
Und ja, was sollen wir uns wünschen? 140 Jahre Residenzstraße, schon mal eine tolle Leistung. Mittlerweile schwächt die Residenzstraße ein bisschen ab mit ihren Geschäften, aber ich denke, dass wir hier einen Umbruch kriegen. Ich glaube, dass mit dem Bürgermeister Frank Balzer dieser Umbruch hier auch nochmal gelingen wird. Aushängeschild ist eigentlich auch die Sauberkeit. Ja, davon hängt ja vieles ab. Wohnen und Einkaufen in Reinickendorf, das gehört zusammen. Wie überall in der Stadt. Frank Balzer weiß, dass es Geld und Ideen benötigt, um Einkaufsstraßen wie die Residenzstraße am Leben zu erhalten. Ganz wichtig ist ihm dabei das Thema Sauberkeit und Sicherheit. Nicht zu vergessen, hat die CDU im Bezirk 470.000 Blumen pflanzen lassen. Der bunte Bezirk mit seiner grünen Ader und die Geschäftsstraßen, die schöner werden sollen. Ja, das hängt sicherlich damit zusammen, dass sich die Einkaufsstraßen generell verändert haben. Ob es die Scharnweberstraße ist oder die Residenzstraße, sie leiden darunter, dass es immer mehr Einkaufszentren gibt. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, gemeinsam mit den Gewerbetreibenden vor Ort und mit den vielen Menschen, die sich hier engagieren, unseren Teil dazu beizutragen, dass diese Straßen, hier die Residenzstraße, wieder eine Aufwertung erfahren. Und man sieht es ja, was wir als Bezirksamt tun. Franz-Neumann-Platz, überall sind Blumen gepflanzt, die Aufenthaltsqualität ist verbessert worden. Und wenn man sich den Schäfersee anschaut und die Grünanlage an sich, was da los ist, wie schön das aussieht, mitten in der Stadt. Und Sie dürfen nicht vergessen, Sie sind hier ungefähr 7,2 Kilometer vom Alexanderplatz entfernt. Also so eine citynahe Lage in Reinickendorf, das gibt es eben in Berlin sehr, sehr selten. Und von daher ja, müssen wir jetzt sehen, wie wir weiter diese Straße voranbringen. Und wir haben es geschafft, die Residenzstraße in das Fördergebiet aktive Zentren zu bekommen. Und das bedeutet, dass in den nächsten 10 Jahren ungefähr 50 Millionen Euro hier investiert werden. In neue Wegebeziehungen, in mehr Beleuchtung, in mehr Verweilqualität auf den einzelnen Plätzen. Denn es fahren ja unglaublich viele Menschen durch die Residenzstraße. Wir müssen dafür sorgen, dass sie hier anhalten, dass sie hier einkaufen gehen und dass sie hier verweilen. Und dann wird es der Residenzstraße in wenigen Jahren noch deutlich besser gehen. Wenn wir gerade ein Flugzeug hören, welche Hoffnung das haben Sie, wenn Tegel nur nicht mal als Flughafen genutzt werden sollte irgendwann mal, was wird sich hier verändern? Naja, wenn es mal so sein sollte, dass dies und jenes eintritt, was wir alle ja nicht wissen, ich glaube der Senat auch nicht, beziehungsweise sagt er es nicht, jedenfalls nicht dem Bezirk und der Öffentlichkeit, dann glaube ich, wird diese Gegend hier eine unglaubliche Aufwertung erfahren, weil die Citylage und der dann nicht mehr vorhandene Lärm eine unglaubliche Wohnqualität mit sich bringen und auf die werden wir uns auch vorbereiten. Leben in Reinickendorf, das ist die Residenzstraße, aber auch nur wenige Meter weiter der Schäfersee mit seiner Idylle und ein Ort der Naherholung. Ein Bezirk hat die Wahl. Wir begleiten einen Tag lang den derzeitigen Bezirksbürgermeister Frank Balzer von der CDU durch den Bezirk. Erleben Sie nach einer kurzen Werbepause Frank Balzer und die Spätaussiedler, warum gerade diese Gruppe auch wichtig für Reinickendorf ist. Außerdem Berlins einzigster Bezirksbürgermeister, der sich auch um die Belange des Sports kümmert. Nach einer kurzen Werbepause geht es weiter.